Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und wir sind hier auf der Pressekonferenz von Acer auf der IFA 2017. Und das hier ist neu vorgestellt worden. Das ist das neue Acer Switch 7 in der Black Edition. Steht auch hier auf dem Touchpad. Und das ist ein ganz interessanter, ich nenne es mal Surface-Klon, auch offiziell ein 2-in-1. Ausgestattet ist das Gerät hier mit einem Intel-Core-Prozessor, Intel Core i7-Prozessor der 8. Generation und einer dedizierten Grafikkarte, und zwar einer GeForce MX150. Und es ist, kann man sagen, eigentlich ein Surface, nur ein bisschen größer. Hier haben wir ein 3,5 Zoll Full HD plus IPS Display, auch mit Stiftunterstützung. Der Stift ist sogar in das Tablet integriert, und sobald Windows Update hier abgeschlossen ist, auch ein bisschen ungut hier, schlechter Ort für ein Update, können wir dann den Stift direkt hier in Windows Ink ausprobieren. Ist ein Active Stylus, das heißt, wir können hier auch, soweit ich weiß, kann man, ja, das heißt, es hat mehrere Druckpunkte. Je fester ich drücke, desto dicker wird hier eben das, was ich schreibe. Und der lässt sich auch hier wieder im Tablet verstauen. Ich hoffe, ich mache es nicht verkehrt. So, zum Gerät nochmal. Intel Core i7 Prozessor der 8. Generation, das heißt, hier drin steckt ein Quad-Core Prozessor und eine dedizierte Grafikkarte. Ich denke mit 2 GB Speicher, und was noch interessant ist an dem Gerät, es ist völlig lüfterlos, das heißt, sollte auch lautlos arbeiten, und das ist auch ziemlich besonders für ein Tablet. Acer hat hier für dieses Gerät eine eigene Kühltechnologie entwickelt. Man nennt es Liquid Loop und kann damit anscheinend sowohl die Grafikkarte als auch den Prozessor kühlen ohne, ja, große Performance-Einbußen hier. Das müssten wir testen, das werden wir auch ausprobieren, sobald wir das Gerät haben. Aber grundsätzlich, wir haben hier Kickstand, wie man ihn beim Surface kennt, und den hat Acer ebenfalls leicht verbessert. Und das kann ich hier gleich mal herzeigen. Also wenn ich den Kickstand hier einklappe, heißt, ich klappe das Gerät aus, will es irgendwo auf den Tisch stellen, muss ich den Kickstand nicht selber betätigen, sondern ich drücke das Gerät hier einfach ab und kann den Kickstand damit öffnen. Das heißt, diese Fummelei hier auf der Rückseite, um den Kickstand zu öffnen, die ist damit vorbei. Und was ich noch machen kann, das ist eben dieser Auto-Stand-Mechanismus. Ich drücke das Gerät hier einfach runter, so, mit etwas mehr Kraft, je nachdem, wie rutschig hier unten die Fläche ist. Und der Kickstand kommt dann automatisch zurück, wenn ich den zurückziehe. Das heißt, und er bleibt dann auch so stehen, wo ich ihn lasse. Das heißt, Kickstand kann ich runterdrücken und einfach hochziehen, und der bleibt dann auch an jeder Stelle, wo ich das lasse. Das ist auch ein bisschen besser als beim Surface, wo man ja selber immer wieder verstellen muss. Das hat man damit ein bisschen verändert. Ansonsten gibt es hier eine ganz normale abnehmbare Tastatur, auch magnetisch hier an der Unterseite, und kann ich hier auch wie beim Surface hier an dieser Lasche hier oben anbringen, und dann habe ich ein bisschen mehr Ergonomie beim Schreiben. Insgesamt ein sehr interessantes Gerät, einfach aufgrund der Tatsache, weil es eben lüfterlos ist und ein 2-in-1 ist mit einer Grafikkarte. Und wir schauen uns jetzt auch noch ein bisschen die Hardware an. Das Äußere ist einmal riesig, es ist einerseits ein 13,5 Zoll Display und andererseits ist es hier ein Metallgehäuse, also durchaus schwer, 1,5 Kilo haben wir hier. Und 1,55 Kilo mit Tastatur, also die macht da nicht viel Unterschied. Sehr hochwertiges Gehäuse, wir haben hier ein Metallgehäuse, und ich schaue mir mal jetzt die Anschlüsse an, wie wir hier am Gerät haben. Im Gegensatz zur Microsoft Surface-Reihe haben wir einen USB 3.1 Typ-C-Port, dann USB 3.0, einen proprietären Ladeanschluss zum Aufladen des Geräts, auch wie beim Surface muss man sagen, dann noch 3,5 mm Klinkenstecker und nicht wie beim Surface hinter dem Kickstand, weil hier auch einfach auch der Kickstand ja keine Fläche ist, sondern eben nur ein Bügel, kann man sagen, gibt es hier den Micro SD-Karten-Slot. Und auf der anderen Seite haben wir keine Anschlüsse, sondern hier nur den Ein-Ausschalter sowie die Lautstärke-Wippen. Insgesamt ein interessantes Gerät. Hier ist übrigens auch dieses Versteck für den Stift, den ich hier da jederzeit rausziehen kann. Und jetzt habe ich das Tablet zu fest runtergedrückt und da öffnet sich der Kickstand. Super interessantes Gerät. Preise gibt es leider noch keine, auch keine Details zum Release. Aber ein erstes Tablet mit Intel Core Prozessor der 8. Generation, endlich mal ein Quad Core in den ultramobilen Geräten. Und ja, nicht so gut. Aber das war's von mir und vom Acer-Stand auf der IFA 2017. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.